So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Einführung. Und zwar geht es heute um das Thema Erklärvideos. Eine der vielen Varianten besteht darin, dass man einfach ein Präsentationsprogramm verwendet und in dem Präsentationsprogramm zu den normalen klassischen Folien einfach Audiodateien aufnimmt, kleine Audio-Stücke, die das Ganze dann erklären. Und das Ganze exportiert man dann, das geht automatisch mit PowerPoint oder Keynote, das exportiert man dann als Videodatei. Ja, dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man den am Ende diese Videodatei in das gängigste Format und vielleicht ein bisschen verkleinert, komprimiert oder umwandelt, damit das Ganze dann möglichst einfach abrufbar ist und auch in Hochlastzeiten auf allen möglichen Servern und auf möglichst allen Geräten zur Verfügung steht. Ganz kurzes Tutorial, so kurz wie möglich. Ich verwende jetzt hier auf einem iPad Keynote, die App Keynote. Danach wird das Ganze in der App Media Converter Flex komprimiert, also ein bisschen verkleinert und vom Format optimiert. Und dann wird es automatisch von dort in Dateien gespeichert. Also da muss ich gar nichts selber machen. Und dann schauen wir noch ganz kurz an, wie man diese Datei dann auf einer Lernplattform wie Mebis hochlädt. Ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Wenn euch nur ein einzelner Teil davon interessiert, wie gesagt, erster Teil ist Keynote, dann so ungefähr nach zwei Dritteln wird es zu Media Converter Flex gehen und dann geht es die letzte kurze Sequenz dann über Dateien in diesem Video. Schauen wir mal, wie lang es wird, ne? Also, wir gehen in Keynote rein, dann sagen wir hier einfach eine leere Präsentation erstellen. Genau, dann nehmen wir einfach mal hier so einen schwarzen Hintergrund. Schwarz eignet sich immer ganz gut. So, jetzt haben wir hier einfach mal ein, zwei Textfelder. Wenn wir irgendwas hinzufügen wollen, dann gibt es oben in dieser Zeile ganz oben ein Plus. Da klicke ich drauf und jetzt sehe ich hier schon, ich kann Foto hinzufügen, Kamera, bla bla bla, alles Mögliche. Wichtig ist erstmal alle möglichen Bilddateien zum Beispiel. Die kann ich natürlich hier ergänzen. Wichtig ist hier auch das Audio, das ich dann aufnehme. Am besten kurze Sequenzen, so 20, 30 Sekunden und dann ein paar davon, die dann hintereinander abgespielt werden. Entweder auf einer Folie oder auf mehr Folien. Und genau, ich kann vor allem natürlich eine Zeichnung hinzufügen, das ist vor allem Handschrift. Also ich kann hier auch beispielsweise ein bisschen was reinschreiben, wie in einer App wie GoodNotes oder OneNote, kann es reinschreiben und das wird dann so ein bisschen schön animiert, so damit das wie bei so einem Erklärvideo ausschaut. Genau, und dann gibt es natürlich noch hier alle möglichen anderen Sachen. Also ich kann Formen, ich kann hier Diagramme und so einführen. Und was ganz witzig ist, dass hier bei diesen Formen sind auch diverseste Symbole, die man natürlich auch schön in Wert setzen kann. Und wie gesagt, später können das alles mal die Schüler auch selber machen auf ihren Geräten. Also das muss man immer dazu sagen, dass das eine sehr schöne Sache ist, auch schülerzentriert zu arbeiten. Und jetzt packen wir hier einfach mal ein bisschen was rein. Nehmen hier ein Foto, zum Beispiel hier die Superschnecke hier beim Verkehrsmuseum hier aufgenommen. Damals, glaube ich, auf Grundlage eines einer Schnecke, die in einem Shop verkauft wurde, hat die ein US-amerikanischer Künstler, glaube ich, dort aufgestellt. So, jetzt kann ich hier den Titel eingeben, die Verkehrsschnecke. Und so, und dann mache ich noch ein bisschen was mit vielleicht einer Zeichnung. Das ist jetzt ein klassisches Beispiel aus dem Biologieunterricht. Das sind hier die Fühler. Das sind die Augen, was bei so spontanen Projekten nicht rauskommt. Das ist das Haus und so weiter und so fort. Also das ist jetzt einfach so eine Beschriftung, relativ sinnbefreit. Und dann gibt es natürlich noch ein Audio, wo ich das Ganze erklären möchte, was hier noch zusätzlich passiert, beziehungsweise was zusätzlich noch wichtig ist. Und das nehme ich jetzt mal ganz kurz auf in mehreren Teilen. Das ist die Verkehrsschnecke. Die Verkehrsschnecke hat ganz wesentliche Elemente einer Schnecke auf diesem Bild dargestellt. Zum einen gibt es hier die Fühler und jetzt käme der erklärende biologische Aspekt, der bei den Schneckenfühlern von Bedeutung ist. So, das ist jetzt soweit okay, kann ich nochmal anhören, kann ich ein bisschen bearbeiten. Ich füge es einfach nur ein, einmal die Fühler. Und damit man es einfach sieht, mache ich jetzt noch eine zweite Audiodatei rein.
Weitere wesentliche Elemente der Schnecke sind die Augen und das Schneckenhaus. Zwei wesentliche Aspekte, die man auch in der Abbildung, die man hier sieht und die real auch im Verkehrsmuseum München zu sehen ist, gut dargestellt hat. Auch das ist durchaus fraglich hinsichtlich des Inhaltes. Aber jetzt haben wir verschiedene Elemente. Wir können beispielsweise mit diesem hier oben neben dem Plus befindlichen Pinselsymbol jedes Element, also auch zum Beispiel hier dieses Textfeld, anpassen und noch weiter konfigurieren. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Und jetzt haben wir im Prinzip unsere schöne Präsentation mit mehreren Audiodateien, mehreren unterschiedlichen Elementen. Jetzt ist noch ein kurzer Punkt, dass wir sagen, was nach was kommt. Also die Reihenfolge. Da ist hier bei diesen drei Punkten nochmal oben rechts die drei Punkte. Und jetzt ist hier animieren der entscheidende Punkt. Dort kann ich jetzt die Reihenfolge festlegen, mit der die einzelnen Elemente, also das Textfeld, das Bild, die Schrift und die beiden Audiodateien kommen. Und das geht zum einen mal, kann ich hier auf zum Beispiel die Animation mit dem geschriebenen Text draufklicken und kann sagen, beim Aufbau soll die Linie gezeichnet werden. Dann sieht man, dass das hier so in dieser leicht animierten Form entsteht. Finde ich super. Und der Rest soll einfach da sein. Hier oben rechts, nochmal angeklickt, nicht angeklickt, ist dieses Menüfeld. Und jetzt kann ich hier, ich möchte einfach, dass das Textfeld, das soll einfach schon da sein, das soll gar nicht animiert sein, das Bild auch. Und dann soll die Zeichnung erst reinkommen. Und dann soll die Aufnahme 1, die soll per Tippen und dann die Aufnahme 2 per Tippen kommen, dann wird das einfach nacheinander runtergerattert. Man könnte jetzt auch noch sagen, dass es gleichzeitig, also dass zum Beispiel die erste Aufnahme, dass die gleichzeitig mit der Zeichnung kommt. Kann man machen, ich mache es immer gerne nacheinander, weil sonst ist es so viel gleichzeitig. Das kann so ein bisschen Cognitive Overload bedeuten, dann ist es einfach zu viel gleichzeitig, was passiert. Ich mache es gerne nacheinander. Okay, sagen wir fertig. Zack, fertig ist das Ding. Und dann ist das soweit. Man kann sich auch noch eine Vorschau anzeigen lassen. Muss alles nicht sein. Ich würde jetzt einfach dann auf fertig klicken. Und dann können wir das Ganze schon exportieren. Also fertig. Und oben bei den drei Punkten wieder, bei diesen Menüpunkten, sagen wir teilen. Und, achso, nee, Moment, wir sagen exportieren und dann exportieren wir es als Film. Die Einstellungen können wir erstmal einfach so lassen, weil wir jagen es nachher eh noch einmal durch diesen Media-Converter Flex. Da wird es dann nochmal schön komprimiert und dann haben wir eine hohe Auflösung und eine geringe. Jetzt sagen wir einfach mal exportieren. Das bastelt und jetzt für uns zusammen. Dann wird es in den Fotos gespeichert. Auf dem iPad und dann kann man es entweder in einer hohen Qualität erstmal so weiter nutzen. Für eine Verwendung in der Lernplattform lohnt es sich dann, diese Media Converter Flex App zu nutzen. Die wird das Ganze kleiner machen und ein passendes Format wählen. Sagen wir hier einfach mal Video sichern. Dann wird das Ganze gespeichert und wir schauen weiter. Allerdings vor dem Hintergrund, dass der Akku gerade deutlich leer wird, gibt es noch ein bisschen Strom nebenher, dann ist alles sehr ressourcenziehend. So, und jetzt gehen wir in die App Media Converter Flex. Und hier sieht es am Anfang so aus. Und jetzt kann man rechts oben auf diesem Einstellungsrädchen ein bisschen rumspielen an den Schiebreglern. Da würde ich in der Variante für die Lernplattform hier durchaus auf 1 oder 2 gehen, dass wirklich stärker komprimiert wird. Ja, also hier auch in so einen mittleren Bereich. Und dann ist es soweit passend. Man muss einfach die Datei am Ende anschauen. Gerade so 100 MB sind schon okay, 500 MB sind riesengroß. Also da muss man wirklich haushalten, dass die Schüler nicht zu viel Daten runterladen müssen, weil das verzögert natürlich das Ganze. Jetzt sagen wir Videos umwandeln
Und hier unten müssen wir jetzt natürlich das Video auswählen. Das ist unten links. Und jetzt können wir hier auswählen, welche Datei wir wollen. Und da ist ganz oben links die Verkehrsschnecke. Die klicke ich einmal an und sage hinzufügen. Und jetzt wird das Ganze komprimiert und vorbereitet. Das dauert jetzt eine Minute. So, und schon ist das Ganze fertig, hat eine Minute gedauert und hier sagt mir die App schon alles, was soweit wichtig ist. Auf meinem iPad ist das ganze Ding jetzt, muss ich eigentlich gar nicht nachschauen, weil ich kann es gleich hochladen. Zur Sicherheit schaue ich einfach mal hier in die App-Dateien rein. Ganz links ist die Spalte, wo man hier sieht, welche Speicherorte es gibt und es ist auf meinem iPad. Da ist wichtig, dass nicht irgendwie iCloud Drive oder sonst irgendwas ausgewählt ist, sondern auf meinem iPad ist ein Ordner mit Media Converter Flex. Und da sieht man hier, sind zwei Videos und das um 21.38 Uhr, das passende Video, 2,4 MB, das ist gut komprimiert, ist jetzt aber allerdings auch sehr, sehr kurz. Wir können mal kurz reinschauen. Hier ist das Video. Super gut. Da kommt die Schrift, gleich kommt der Text, die Audiodatei. Und genau, das ist die Verkehrsschnecke. Ganz toll. So, und das soll jetzt hochgeladen werden. Das heißt, wir gehen jetzt in Safari, in den Browser rein und melden uns hier nochmal an. Und dann in einen beliebigen Kurs rein. Und dann wählen wir einfach eine Datei aus, die hinzugefügt werden soll. Bearbeiten, einschalten, der Klassiker, Aktivität oder Material hinzufügen, dann die Datei, das ist hier und dann wird sie hochgeladen. In dem Fall geht es relativ schnell. Auch das ist ein Test und jetzt klicke ich auf diesen blauen Button, Datei auswählen, in durchsuchen. Und jetzt habe ich, hier ist es schon angezeigt. Ich gehe jetzt hier oben nochmal oben links auf Durchsuchen, damit man die Gesamtübersicht sieht. Denn hier ist es wirklich nicht nur im Verlauf bei den letzten Dateien, sondern auf meinem iPad Media Converter Flex. Hier ist es dieses 2,4 MB Video. Das nenne ich, kann ich jetzt vorher schon benennen. Ich benenne es jetzt. Das ist das Testvideo. Und das Ganze wird jetzt hochgeladen. Das geht jetzt schnell, weil es klein ist und weil viel Ressourcen da sind. Speichern und Anzeigen, Tag, fertig. So, und jetzt kann man das super anschauen. Ich empfehle natürlich die Moodle-App, um das vorher runterzuladen. In der Moodle-App einfach draufklicken, runterladen. Dann ist es jederzeit, egal was mit Mebis los ist, stets zur Verfügung. Noch ein kleiner fancy Trick zum Wischen. Wenn man hier in dieser Ansicht schon ist und auf Bearbeiten, Einschalten geklickt hat, gibt es noch eine einfachere Option, das hinzuzufügen, nämlich per Drag and Drop. Dazu ganz zart von unten nach oben in das Bild reinwischen. Dann kommt hier diese Menüleiste unten. Dann die App-Dateien anklicken und reinschieben, während man geklickt lässt. Dann kann man hier ein bisschen navigieren. Und hier auch links navigieren und dann nehme ich das Video, bleibe drauf, schiebe es rüber, lasse es hier mit dem blauen Plus los und dann wird es hier, sagen wir, als Datei einbinden, hochladen. Genau, und dann ist es jetzt hier noch nicht ganz so schön beschrieben. Das heißt, jetzt müssten wir hier das auch nochmal mit diesem kleinen Pfeil auf umbenennen in Test 2. So, jetzt ist das Video gleich doppelt hochgeladen. Wir haben ein kleines Erklärvideo erstellt und das Ganze geht durchaus relativ zügig, ja. Also im Vergleich zu anderen Programmen wirklich komfortabel. Man kann sich wirklich austoben, bisschen ausprobieren. Das Ganze funktioniert genauso mit anderen Präsentationsprogrammen auf jeglicher Form von Rechner, mit PowerPoint, mit Keynote. Einfach Präsentation erstellen, Audiodatei aufnehmen, exportieren als Video und idealerweise eben dann noch ein bisschen kleiner machen oder komprimieren. Geht super, eignet sich zum asynchronen Lernen. Viel Spaß beim Ausprobieren.